einem hilflosen Hundewelpen die Kehle durchzuschneiden. Weil er zu oft jault. Weil er anhänglich ist. Vielleicht nicht gut genug erzogen. Und ein Mann, der seine Familie hinter verschlossenen Türen in Angst und Schrecken versetzt, so erzählt uns heute seine Schwiegermutter. Sie will unerkannt bleiben, aus Angst. Er war total besoffen und ja, aus Wut hat er den Hund umgebracht. Unvorstellbar. Die zwei Gesichter des Georg M. Mit seiner Frau Stefanie und seinen drei kleinen Kindern lebt er in Hilders Rupsroth. Sie wünscht sich einen Hund, den kleinen Welpen Filius. Der lebt in der Scheune und jault, wenn er allein gelassen wird. Dann soll Georg M. den kleinen Hund geschlagen haben, berichten die Nachbarn. Der 26-Jährige sei unberechenbar und gefährlich. Nach außen hin, so zu anderen Leuten, ist er nett, freundlich, zuvorkommend. Aber halt innerhalb der Familie oder halt hinter geschlossenen Türen ist er halt, muss alles nach seiner Pfeife tanzen. Und ja, wenn das nicht gemacht wird, dann wird er halt aggressiv und ausfallend. 29. April 2013. Georg M. hat reichlich getrunken. Seine Frau Stefanie will nach dem Hund sehen. Es ist dunkel, Filius zwickt sie in die Oberlippe. Und Georg M. rastet aus. Er packt den Welpen in den Kofferraum, zwingt seine Frau mitzufahren zum Habacher Kreuz ein paar Kilometer weiter. Hier tötet er den Welpen. Sie bleibt im Auto und hört das schmatzende Geräusch der Stiche, das Röcheln des Hundes, sein Jaulen und dann die Stille. Das Schlimmste, Stefanie M. wollte Filius noch in Sicherheit bringen. Sie wollte den Hund auch wieder zurückbringen. Am nächsten Tag hatte sie mir versprochen gehabt, damit sie anrufen und den Hund zurückbringen. Aber da war er halt schneller. Heute Prozess am Amtsgericht Fulda. Georg M. streitet alles ab und wird trotzdem verurteilt zu 3.600 Euro Geldstrafe. Vor der Kamera will er sich nicht äußern. Er und seine Frau sind mittlerweile getrennt. Sie versucht, sich ein neues Leben aufzubauen, weit weg von ihrem aggressiven Ex-Mann.